Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Winkeltier. Ich habe zwar jetzt seit 3 Tage vorgespielt seit dem letzten Part oder 4 Tage sogar, aber ich habe nicht sehr viel Geld eingenommen. Also ich bin bei knapp 6.000. Ich habe mir jetzt dann auch mal vorgenommen, hier nichts weiter zu produzieren. Also das ist wirklich, also wenn man jetzt von den 10 Stück ausgeht, alles was hier unter 10 ist, habe ich quasi in den letzten 3 Tagen verkauft. Ich habe nichts nachgekocht. Von daher dachte ich mir, okay, ich schaue jetzt einfach mal, dass ich das ganze Zeug hier wegbekomme. Ich lasse quasi nur die Sachen stehen, die hier so in den Regalen sind und schaue einfach, dass ich das runterbekomme. Vielleicht nur auf 2 Stück oder 3 Stück im Inventar und das war's dann. Das heißt, wenn jemand was möchte, dann stellt er sich sowieso da an den Tresen und schreit laut. Die Tränke habe ich immer wieder mal auf 5 aufgefüllt, setze aber auch immer mal einen Tag aus zum Nachfüllen. Bei den Klamotten und beim Eisen, man sieht auch hier, ne? Also ein Tag jetzt vergangen und ich habe jetzt hier gerade mal 4, 5 Werkzeuge verkauft, auch von den Klamotten recht wenig. Von daher werde ich mich jetzt da mal ein bisschen zurückhalten, was die Herstellung angeht. Ich habe auch hier wieder Sachen weggeschmissen, die teilweise halt sehr low waren vom Wert her. Und ich denke, das werde ich auch weiterhin so machen, dass ich das hier lasse. Das klingt nice, dass ich das hier eben so lasse, wie es ist und halt immer wieder farme. Alles, was dann minderwertiger ist, das lasse ich dann sein und schmeiße es weg und alles andere, ja, gut. So, was habe ich mir jetzt überlegt? Und zwar, ich wollte im Grunde hier auf dem Platz den Marktplatz hinbringen. Jetzt möchte ich nur gerne, genau, eigentlich brauche ich das gar nicht machen. Ich kann das ja einfach nehmen und verkaufen. Dann kommt es ja automatisch in mein Täschel. So, auch den Schrank werde ich jetzt halt mal weghauen. Und ich werde mal diesen Boden hier entfernen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mit der Alchemie mache, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee, alles, was herstellungsmäßig ist, in einem Bereich zu lassen. Und das andere dann eben quasi aufzuteilen. So, jetzt tue ich mal die Sachen ganz kurz weg noch. Brauche ich jetzt gerade nicht. So, da hinten haben wir noch. Und dann gucke ich mal, wie ich das vielleicht ein bisschen zusammenquetschen kann. Kommt jetzt auch darauf an, wie weit dann die Wand geht. Ich stelle dich jetzt einfach mal dahin und würde sagen, wir schnappen uns, jawohl, die Wand, das Holz. Okay. Im Grunde ist es dann hier die Wand, ne? Die nächste Wand ist dann erst da. Dann warte mal. Dann stelle ich das mal ganz kurz hier auf die Seite. Ich möchte nämlich jetzt mal was probieren, inwiefern ich das vielleicht ein bisschen noch schieben kann. Aber ich glaube, das haut nicht hin. Nee. Ich muss das dahin machen. Und den Kochtisch im Grunde da stehen lassen. Ja, übernehmen bitte. So. Genau, du kommst nämlich jetzt hier in die Ecke. Einfach so weit hin, wie es geht. Ich denke, das passt so. So, der Tresen. Moment. Bauen. Hier muss noch mal ein Boden hin, allerdings die Wand weg. Da mache ich noch mal einen Boden hin, Wand weg. Die Wände mache ich jetzt mal ganz kurz weg. Und auch die Böden zumindest. Ja, warte mal, ich kann doch eigentlich die komplett hier erstmal wegmachen, nur bis zur Tür hin. Und, warte mal, dann machen wir da eine Wand. Machen wir keine Wand. Machen wir keine Wand. Schauen wir mal. So, ich habe ja 7.000 jetzt. So. Du kommst im Grunde jetzt hier vorne hin. Ich möchte es nämlich so haben, dass ich wie in so einem Räumchen stehen kann. Mal gucken, wie das mit dem Teppich hinhaut. Wahrscheinlich nicht so gut. Oder wohl, warte mal, das kommt hier dahinter. Das taucht doch. Dann hätte ich hier quasi meine Fertigungseinrichtung. So, jetzt ist die Frage. Ich bräuchte für die Marktstände, die ich ja gerne machen möchte,
brauche ich ja ein bisschen Platz. So, ins Lager muss ich dann später irgendwann mal, brauche ich jetzt halt nicht. Gucken wir mal. So, und zwar für diese Dinger hier, ne? Die kann ich nicht stellen, da brauche ich einen Boden dazu. Bauen, und zwar natürlich diesen hier. Warte mal, wie weit mache ich denn das? Ich schaue mal, wie weit ich komme. Okay, bis nach vorne komme ich auf jeden Fall. So, ihr kommt weg. Kann ich da eigentlich die Wände auch ganz weg machen? Nee, ne? Aber ist egal. Soll jetzt erst einmal so sein. Den Durchgang mache ich wieder hierher. Auch wenn ich den nicht brauchen werde, aber machen wir jetzt erst einmal daher. Und dann soll im Grunde hier Marktstand hin. Genau. Da ich ja da hinten nicht wirklich ins Lager muss, würde ich sagen, wir stellen das mal ein bisschen weiter nach vorne. So, dass ich auch vielleicht nochmal eine Wand hinsetzen kann. So, wir sollten auch dann langsam ein höheres Level von dem von der Ding hier Attraktivität erreichen. Okay, warum funktioniert das jetzt nicht? Warum funktioniert das nicht? Ach so, weil das weil die Füße rot sind, ne? Okay, dann warte mal, machen wir mal bauen nochmal. Okay, jetzt geht's ja. Weil das war nicht mehr auf der Fläche drauf. Deswegen. So, ich habe noch 1300 an Sekunde. Dann mache ich doch nochmal das da schnell hin. Ja, den wird's mir jetzt verkaufen, aber das ist egal. So, ich möchte einfach nur... einfach nur das optisch so haben, als könnte ich ins Lager gehen. Werde ich wahrscheinlich auch noch ändern, ja, mit den größeren Paletten. Mal gucken, was wir dann da noch für Platz haben. So, hier soll jetzt natürlich Gemüse oder sowas drauf oder was auch immer. Mahlzeiten, Heilung, Lebensmittel. So, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob der Lavendel zu Lebensmitteln gehört. Aber ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall von jedem etwas. Wir fangen einfach an mit dem Apfel, mit dem Ding. Zack, Käse, Trauben, Beeren. So, außer Lavendel mache ich nicht mit drauf. So, Trauben war das letzte. Dann machen wir hier weiter Blumenkohl, Bohne, Fleisch, Korn. So, und jetzt hätte ich dann noch die Frage, dann würde ich halt sagen, dass ich dann halt eben Alraune und Salbei mit drauf tue. Kamille und Lavendel habe ich jetzt nicht mit drauf. Da könnte man aber... Oh, schauen wir mal, ob das geht. Kann ich mir das noch kaufen? Ich hoffe, dass es geht. Ah, es würde gehen, ne? Ich kann immer noch durch. Das Ding steht korrekt da. Das heißt, wir können hier Kamille und Lavendel drauf machen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das... Okay, das passt. Kamille und Lavendel. Ja, wenn ich natürlich das Geld habe, dann kommen natürlich auch die Teile noch hier nach hinten hin. Dann hätten wir jetzt auf jeden Fall hier schon mal marktmäßig etwas. Essenssachen. Da hinten, wie gesagt, muss ja im Grunde keiner hin. Jetzt schauen wir mal.
Ich brauche insgesamt noch 3 Dekorationen. Ist natürlich jetzt die Frage, was kann ich machen, ne? Ich würde eventuell hier eins von den langen Bannern hier hin machen. Vielleicht noch einen Teppich oder sowas einfach hinschmeißen, dass ich den Teppich jetzt mal noch ein bisschen hinterschiebe. Wie ihr seht, ich habe ein kleines bisschen umgestellt. Durch das, dass die Sicheln dazu kamen, habe ich jetzt die Kohle raus, habe sie da hinten mit hingelegt, hier 2 Tische hin, dass ich Eisen und Stahl hier habe. Und wenn ich das letzte Werkzeug habe, das kommt dann hier rein und dann kommt der Torf raus und kommt dann dahin. Ich denke, das passt schon so. Das mit der Alchemie wird natürlich auch noch entfernt werden. So, was könnte ich denn noch an Deko machen? Halt, ich wollte einen Teppich da hinlegen, ne? 90 kostet der. Sollte aber ohne Probleme hingehen, oder? Und dann brauche ich noch eine Deko. Dann lege ich hier bei mir nochmal, oder nee, warte mal. Hier noch einen, genau. Wir nehmen noch so einen ovalen hier. Ja, das taucht schon. So, dann haben wir nämlich 30 Dekorationen. Ich weiß nicht, was wir jetzt dann kriegen, aber wird schon gehen. So. Ich kann jetzt nämlich dann im Grunde hier den Tag verharren und warten, dass die Leute kommen. Sollte irgendwer was brauchen, was nicht mehr in der Auslage ist, ich könnte es schnell herstellen. Durch das, dass ja das alles auf Zeitlupe geht. So, würde ich sagen, machen wir mal auf. Wir haben noch 11 Münzen. Zu zahlen haben wir ja eh nichts mehr seit einigen Tagen. Hier könnte man vielleicht noch Schränke mit hinpacken. Muss ich mal gucken. Von der Spezialisierung her, ne, da geht's nicht. Ah, da. Spezialisierung her, ich bin halt eher ein Schneider, Materialverkäufer, Schmied und Alchemist. Alles, was mit Koch oder Bauer zu tun hat, eigentlich nicht einmal so sehr, ne? Ich weiß nicht, ob ich das ganze Zeug nicht vielleicht einfach ja, verkaufen im Laufe der Zeit und dann ist gut, ne? Oh. Ein Brot, jawohl, kriegen wir. So, vor allem, ich renne jetzt auch nicht mehr rum und fülle nach. So, wir brauchen ja noch Spargel und Artischocken. Noch immer. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach die Sachen hier kaufe. Und dann halt immer so 2 oder 3 Stück. Immer so am günstigsten. Wenn jetzt Apfelkuchen zum Beispiel, Stufe 3, ist ja hervorragend. Ich habe 47 Profit, könnte ich ja theoretisch auch kaufen, ne? Okay, aber sei es drum. Da brauchen wir jetzt nichts. Vielleicht die Alraune. Alraune habe ich 16 Stück. Machen wir 24, hätten wir 40. Lavendel brauche ich nicht. Bohnen brauche ich nicht. Hier brauche ich nichts. Von den Sachen her. Kohle, nein. Torf hier. 20 habe ich noch. Hätte ich jetzt 30. Ich denke, das reicht auch. Holz habe ich 64, weil ich die wieder für eine Münze gekauft habe. Also gut, lassen wir es. Und so schnell kann sich das Ganze auch mal drehen, ne? Ist schon interessant. Weil ich habe halt wirklich die letzten 3 Tage dann beobachtet und habe gemerkt, so essensmäßig geht eigentlich so gut wie gar nichts. Alles, was Klamotten oder Werkzeuge ist, auch ganz selten verlangt. Und da dachte ich mir, ich schaue jetzt halt einfach, dass ich die Sachen auf 5 runter bekomme. Auch alles, was klamottenmäßig ist, ne, das sind ja noch welche mit 7 oder 6. Auch das alles auf 5 runter, Werkzeuge auf 5 unten lassen. Und dann einfach mal schauen, wenn was fehlt. Dann halt einfach schnell herstellen. So, da brauchen wir nichts. Alraune, wie gesagt, haben wir ja noch die 40. Fleisch habe ich noch 48, das passt. Da brauche ich jetzt eigentlich auch nichts. Ja, obwohl, den Torf könnte ich kaufen. Ja, machen wir einfach. Mir ist auch aufgefallen, ich habe nämlich in das eine Regal habe ich 4-mal Holz rein. Und das war 4-mal das gelbe Holz, also die höchste Stufe.
Und das wurde in den 3 Tagen nicht gekauft. Es sind immer wieder Kunden rangegangen an das Regal, aber es hat nie einer ein Holz mitgenommen. Was mich sehr wundert eigentlich. So, schauen wir mal. Ich möchte natürlich auch irgendwann das hier, ne, fertig haben. Freigeschaltet Garderobe. Wunderschön. Blaubeeren, Quiche. Das ist Nähzeug. Leder. Da warte ich lieber mal ab. Ich habe noch ein bisschen. Seide habe ich noch. Eventuell. Ach komm, kauf mir die 12 da. Holz kaufe ich jetzt nicht nach, auch wenn es noch so günstig ist. Passt. So. Und nun? Ich glaube, an sich finden die Leute schon ganz gut ihr Zeug. Ich muss aber auf jeden Fall schauen, dass ich immer zumindest auf den 5 Teilen bin. Werkzeuge auch wieder so gut wie nichts, ne? Gut. Also schauen wir mal, was wir nachfüllen können. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt halt mich täuschen lasse. Hauptsächlich wenn wir sehen, was wir verkauft haben, wenn man dann das ganze Zeug mal in die Regale räumt. So, da haben wir noch. So, tränkemäßig, da ist alles voll. Okay. Dann einmal kurz die Pflanzen. Soll ich die Pflanzen mal lassen? Nee, ich ernte. Einfach um das Ganze immer mehr zu kultivieren hier. Aber ich glaube, wir stellen jetzt halt auch mal das Schild auf. Das interessiert mich nämlich auch. Und immerhin ist bei dem Schild ja auch die verschiedenen Qualitäten immer wieder abgefragt. Also insofern weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich so schlau war, von mir immer alles wegzuschmeißen. So, und wenn das Schild, dann soll das bitte hier drin stehen irgendwie. Oder warte mal, 1025, na gut, das reicht nicht, ne? Moment, schauen wir mal ganz kurz hier. Kostet nur 15 Münzen. Oh, warte mal. Kann ich dich da hinstellen? Ja, es geht sogar. Schauen wir doch mal hier, was wir hier so an Aufträgen haben. So, wir brauchen bei dem Auftrag... Das haben wir ja, ne? Drei von sechs? Vier von sieben? Ich bin mir jetzt halt nicht sicher. Habe ich 6 Stück im Lager und ich brauche 3? Wahrscheinlich, oder? Machen wir doch einfach mal akzeptieren. Schließen. Liefern. Du hast nicht die geforderten Gegenstände. Das heißt, ich brauche noch 3 Verjüngung und 3 Heiltrank. So. Hab natürlich jetzt grün, ne? Das ist ja klar. Und noch einen. Oder?
Genau, haben wir jetzt halt hier. Und Heiltrank? Warte mal, ist das egal? 5? 6? Tatsächlich? Das ist egal, das ist unabhängig davon. Das ist natürlich dann cool. So, das da, bitte liefern. Jawohl, Provision. Damit kriegen wir nämlich dann beim nächsten Mal dieses Geld. Wie auch immer, wie viel das war. Ich glaube, wenn die Qualität höher ist, ist es egal. Das da könnten wir zum Beispiel machen. Da habe ich die Haken drin, ne? Das ist auch interessant. Kannst das nach Ablauf der Wartezeit? Alles klar. Ja, dann läuft es halt auch mal weiter. So, wir gucken. Ich würde zumindest... Na wohl. Wir lassen das jetzt einfach mal weiterlaufen. Wir haben keinen speziellen Ding. Wir haben Sommer. Also von daher, ich stelle jetzt mal nichts her. Wir machen jetzt einfach mal auf. Oh, Landwirte von überall treffen sich und teilen ihre Waren. Erhöhte Nachfrage und Preise für Feldfrüchte. Mehr Kunden werden kommen. Ist jetzt natürlich die Frage, werden die dann heute schon kommen oder dann erst in den nächsten Tagen? Also oder am nächsten Tag. Weil das ist ein Event, der 2 Tage dauert. Intensität ist hier steigend und hier wahrscheinlich groß. Naja, gut. Feldfrüchte habe ich. Muss ich dann nochmal hin? Nö. Das habe ich automatisch bekommen. So, aber es dauert jetzt 4 Tage, bis ich das Aufgabenbrett wieder verwenden kann. Also, warten wir halt. So, abwarten und Kaffee trinken heißt's. Verkaufe geschmiedete Werkzeuge an einem Tag. Ja, es sind halt sehr viele Sachen, ne, die ich in Masse im Grunde auch an den Mann bringen sollte. So, da habe ich noch. Schauen wir mal, hast du? Nein, hast du nicht. Das ist alles Stufe 2, da brauche ich nichts. Da brauche ich nichts. Und hier brauche ich eigentlich aktuell auch nicht wirklich. Na wohl, Eisen ist schon mal ganz interessant. Ich habe nämlich nur noch 16, dann würde ich aber das da komplett nehmen. Dann haben wir 30 und dann nochmal 10 hiervon. So, Leder habe ich 25, machen wir mal 5. Immerhin habe ich da Prozente. Stahl muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich werde aber trotzdem zumindest auf die 30 auffüllen. Und Holz habe ich noch. Also, mach dich vom Acker. Ich denke, wenn man wesentlich mehr Geld hat, dann ist es auch ein bisschen einfacher. Also noch hat jeder alles gefunden. Das Komische ist nur, dass keine Feldfrüchte wirklich gehen, ne? Ein Teil ist jetzt weggegangen. Es sind auf jeden Fall mehr Kunden. Das auf jeden Fall. Jawohl. Ah, mit der Händler. Da hat er nichts. Da brauchen wir nichts. Da brauchen wir nichts. Da Alraune wieder schauen. 39. Nee, brauchen wir auch nichts. Nee. Es passt. Abweisen. Zack, verkaufen. Solange ihr die Sachen wollt, die ich hergestellt habe, ist überhaupt kein Thema, ne? Wenn irgendwas fehlt, dann mache ich es halt nach, ne? Seid ihr jetzt soweit?
Gut. Ist in Ordnung. Hui. Ah, da fehlen mir die Holzschuhe, alles klar. Dann machen wir mal die drei, die reinkommen, plus die fünf, also acht Stück. So, ansonsten habe ich, da habe ich drei im Regal, da vier, fünf. Okay, dann schauen wir mal. Hüte muss ich ja eh nur noch einen herstellen und dann habe ich ja quasi wieder irgendwas frei. Vermute ich jetzt mal. So, vier Stück brauchen wir. Hutmacher. Nur die Frage, was ich freigeschalten habe. Nix. Okay, ich habe es halt einfach geschafft. So, dann haben wir einmal Handschuhe. Ich schaue jetzt halt auch nicht großartig drauf. Da haben wir vier Stück. Dann haben wir zwei Hemden. Ne, drei Hemden. So, dann brauchen wir noch eine Hose. Wir brauchen zwei Tuniken. Und sonst nichts. So, jetzt gehe ich nur noch mal ganz kurz da durch. Gut. So, auch das einzige Regal. Machen wir schnell unseren Markt. Ist ja eh überwiegend heute Gießen. So. Bei mir war heute auf jeden Fall ein heftiger Tag, was auf der Arbeit angeht. Deswegen bin ich irgendwie extrem müde. Irgendwie. Komisch. Ja, war wirklich abartig. Man merkt auf jeden Fall, wenn Urlaubszeit ist. Oder dass die Leute halt noch im Urlaub sind jetzt halt von diesen Weihnachts- und Silvesterferien. Extrem. Also wirklich extrem. So, da habe ich alles bei den Tränken. Fehlt mir allerdings dieser Verjüngungstrank. Und hier fehlt mir Heiltrank. So, schauen wir mal, Heiltrank. Habe ich nur noch einen im Regal, das heißt zwei fürs Regal und fünf für die Tasche. Also siebenmal. So, dann dafür brauchen wir vier. Zwei Stück. Zwei Stück. Fünf. Da brauchen wir sieben Stück und ich kann ich nicht machen. Alles klar, dann machen wir einfach mal die, die jetzt da sind. Passt. Kann ich das noch machen? Da brauche ich zwei. Und dann haben wir noch den hier. Botanische Illustration haben wir freigeschaltet. So, und davon brauche ich auch zwei. Alchemist der Schönheit. Okay. Das passt. Yep. Ah, wir sind aber auch schon wieder bei einer halben Stunde. So, 2500 habe ich. Jetzt ist die Frage, mache ich jetzt da nochmal irgendwas Marktmäßiges oder nicht? Ich meine, das kann ich ja alles noch so ein kleines bisschen auch rundstellen, ne? Weil ich meine, wir haben ja den Platz jetzt im Grunde. Ich muss jetzt auf nicht irgendwas achten. Das andere ist aber auch, dass das irgendwie nicht so schön ausschaut, wie ich das hoffe. Nee, das lassen wir mal so, wie es ist.
Mal gucken. So, aber ich würde tatsächlich sagen, dass ich mal Paletten verkaufe. Da steht's ja. So. Gegenstände. Steht hier irgendwas? Nee. Moment. Material. Inventar. Nee, da steht nichts. Ne? Ich sehe nicht, wie viel Lagerplatz ich habe. Ist egal. So, große Palette. Dann werden wir wahrscheinlich überladen sein. So, das kommt halt jetzt halt alles so nach und nach weg, ne? Gut, kaufen. Die gehen aufs Lager. Die Grosse Palette. Also nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr mich da erinnert habt. So. Nummer 1. Schauen wir mal, ob ich die da daneben krieg. Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell dann... Schauen wir mal. Geht sogar daneben. Nice. Aber ist auch klar, ne? Weil ich ja den... Ich bin natürlich überladen, ganz klar. Aber da bin ich jetzt halt einfach mal so, dass ich das jetzt mache mit euch. Bevor ich einen neuen Tag jetzt halt angehe, ist es, glaube ich, besser, erst einmal hier im Lager das Ganze ein bisschen anzugucken. Ah, verdammt. Oh, ist nur die Frage, wie viel geht da hin, ne? Hm. Also ich habe von den kleinen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück hinbekommen. Hier bekomme ich jetzt halt nur 5 hin. Eine von denen hat 37 mal 6. Und da sind 87 mal 5. Das ist natürlich gut, 435. Und da habe ich 370... 100, ja, das ist auf jeden Fall mehr. Das ist auf jeden Fall mehr. So, dann würde ich sagen, mache ich gleich die nächste Reihe, oder? Nein. Das Problem ist halt, dass es wahrscheinlich von den Wänden her nicht so passt, wie ich das gerne wollen würde. Muss ich mal nochmal genauer anschauen. Weil ich das wahrscheinlich dann eher in die Ecke schiebe. Und dann muss ich mal gucken, wie viel Paletten ich da hinkriege und ob ich nicht ein bisschen den Platz auch besser nutzen könnte. Dass ich im Grunde nur 4 Stück hinmache. Da muss ich nochmal schauen, wie weit es geht, weil hier mal kurz ins Bauen. 2, 3, 4... Es würde nämlich auch schon reichen, ne? Dass ich das Ganze hier um ein Feld verbreitern, verschmälern kann oder das da verbreitern, wie auch immer. Würde ja reichen, ne? Weil immerhin eine Palette von denen hier mehr Platz als eine von denen. Hm. Kaufen. Hier, Lager. Na, ja. Und noch eine. So, dann habe ich auf jeden Fall mehr als Stauraum. Und durch das kann ich natürlich dann alles so ein bisschen anpassen. Ah, das ist cool. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ich habe jetzt halt immer noch 3000. Das ist genial. Yep. Da schauen wir mal, wie wir das weitermachen. Aber erst beim nächsten Mal.
Bin ich wirklich gespannt. Weil vielleicht mache ich tatsächlich das ganze Ding hier die Felder hier. Das sind, glaube ich, 5 Stück, oder? So, 4. Ja, das kann sein, 5. Und hier vorne nochmal, das sind dann insgesamt 6 Felder. Das heißt, 11 Felder kann ich das Ganze kleiner machen. Und hätte mehr Ware, als ich es vorher hatte. Gut, schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Ich werde wahrscheinlich nochmal, bevor ich den nächsten Part dann mache, nochmal so 3, 4, 5 Tage vorspielen. Und mal gucken, vielleicht bis Tag 50 oder sowas. Und danach sehen wir uns wieder und machen dann wieder gemeinsam weiter. Genau. Ich hoffe jedenfalls, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.